So, und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem Jahresrückblick 2019. Kurz nochmal überlegen, welches Jahr heute ist. Ganz kurz, ich muss euch sagen, ich habe das Ganze wieder mal nicht gescriptet, habe mir keine Notizen gemacht, also es ist alles wieder sehr frei Schnauze. Es wird auch dieses Mal oder dieses Jahr nicht ganz so lange werden, das Video tatsächlich, weil ich das Problem habe, dass ich gar nicht so viel zu berichten habe. Also, ich würde euch ganz kurz noch mein 2019 mal widerspiegeln, wie ich das so empfunden habe und ja, euch meine Pläne für 2020 berichten. Und dann gibt es noch eine kleine Überraschung, beziehungsweise, ja, seht ihr dann ja gleich selbst. So, 2019 muss ich sagen, jedes andere Jahr, man darf da keinen riesen Schuh draus machen, das solltet ihr euch vielleicht auch mal ans Herz legen, hat wie jedes Jahr seine Tiefen und Höhen. Genauso war es natürlich bei mir auch. Also ich muss tatsächlich sagen, das Jahr 2019 hatte mehr Höhen als Tiefen. Ist immer ganz schön, jetzt auch gerade vor der Kamera einfach nochmal das Jahr so im Kopf zu reflektieren für mich. Und vielleicht könnt ihr ja daraus auch noch die ein oder andere Lehre ziehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ganz kurz und knapp zusammengefasst, also das Jahr 2019 war für mich grandios. Hat angefangen damit, dass ich meinen neuen Gaming-PC bekommen habe. Leider konnte ich mit dem noch nicht ganz so viel anstellen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat daran oder liegt daran, dass meine Arbeit sehr zugenommen hat und ich da sehr eingesponnen bin. Deswegen gab es auch weniger YouTube-Videos, weniger Streams etc. Aber damit möchte ich euch jetzt an Silvester gar nicht großartig vollquatschen. Das ist nur der Grund, warum es nicht funktioniert hat und ich jetzt ein riesen Gaming-Monster hier stehen habe und noch nicht so viel passiert ist. Dann ging es weiter damit, dass die Pandi zu mir gezogen ist. Also wir leben jetzt zusammen in einer Wohnung. Das war natürlich, ich glaube, das größte Highlight in diesem Jahr, was mir passieren konnte. Das war einfach phänomenal. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn du das siehst, Pandi, ich liebe dich. Schön, dass du da bist und ich hoffe, wir verbringen noch Tausende von Jahren gemeinsam zusammen in einer Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft. Keine Ahnung, wie ich sagen soll. Ich liebe dich, Dankeschön. Und ja, wie ging es weiter? Die Arbeit, wie gesagt, hat immer mehr zugenommen. Das liegt daran, dass ich anscheinend ganz gut abgeliefert habe oder abliefer. Das ist natürlich auch positiv, muss man ganz klar positiv sehen, auch wenn dann das Hobby ein bisschen in den Hintergrund rückt. Aber irgendwie werde ich da auch wieder den Spagat finden. Zu den negativen Sachen möchte ich tatsächlich gar nicht so viel sagen. Das Einzige, wo ich im letzten Video auch schon drüber gesprochen habe, ist, dass mein Hundi verstorben ist. Das war das, was mich im 2019 so am meisten von den negativen Sachen bewegt hat. Es gibt natürlich immer wieder zwei, drei kleine negative Sachen passieren, aber die sind tatsächlich nicht erwähnt. Also wirklich, das Versterben des Hundis war so das Traurigste, was mir in diesem Jahr passiert ist. Und ich hoffe mal, 2020 wird ähnlich positiv werden. Ich hoffe, es wird auch ähnlich positiv für euch werden. Ich hoffe, ihr hattet auch ein positives Jahr 2019. Und ja, vielen Dank, dass ihr trotzdem, obwohl dieses Jahr nicht so viele Videos gekommen sind, doch noch hier auf dem Kanal seid. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Wie gesagt, ich will euch gar nicht lange aufhalten. Ich komme wieder in einen Redefluss, der nicht aufhört. Ich möchte noch ganz, ganz kurz Danke sagen an zwei, drei spezielle Personen. Mein lieber Matschi, vielen, vielen Dank auch wieder in diesem Jahr. Ich kann gar nicht oft genug Danke sagen. Du bist der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Wir haben uns zwar, muss ich auch dazu sagen, bisher noch nie im Real Life getroffen. Das müssen wir in 2020 nachholen. Das würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber du bist einer der, ich glaube, ehrlichsten, korrektesten, sozialsten Menschen, die ich so kennengelernt habe. Und dafür ein riesen Dankeschön. Ich hoffe, du hast in 2020 den Erfolg, den du dir wünschst und komm gut ins neue Jahr. Mein lieber Ragnar, mein lieber Katowski, mein lieber Manu, wir hängen ständig aufeinander im Discord, wobei ich momentan ein bisschen weniger. Da möchte ich euch auch um Verständnis bitten, dass es aktuell halt leider von der Arbeit her nicht so funktioniert. Ansonsten, wenn ich Freizeit habe, bin ich natürlich da, das seht ihr ja auch. Und auch euch wünsche ich natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und allen Erfolg dieser Welt. Alles das, was ihr euch vornimmt, soll in Erfüllung gehen. Vielen Dank für alles. Dann möchte ich noch ganz kurz sagen, Jones, mein Lieber,
Dich muss ich auch nochmal speziell erwähnen, weil wir gerade jetzt zum Ende des Jahres doch wieder Kontakt knüpfen konnten. Das war jetzt so im Laufe des Jahres ein bisschen verloren gegangen. Du hast mir das erklärt oder du hast uns das erklärt, woran es gelegen hat. Man fragt sich immer, woran es gelegen ist, klar. Aber es freut mich, dass wir doch jetzt wieder öfter miteinander quatschen können und ein bisschen Spaß zusammen haben können. Darum, wo es letztendlich bei geht, bei diesem Hobby hier. Beziehungsweise beim Zocken, ne? Okay, so, ich glaube, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Andi, dich muss ich nicht nochmal speziell erwähnen. Du weißt, und mit dir werde ich wahrscheinlich auch so persönlich noch was sagen. Vielen Dank für alles, dass du so für mich da bist, dass du mir den Rücken frei hältst. Danke, danke, danke für alles. Gut, Freunde, ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Dadurch, dass auf YouTube momentan oder dieses Jahr nicht so viel los war, habe ich euch ein paar Twitch-Highlights zusammengestellt. Das Beste aus dem Jahr 2019 für euch präsentiert aus den Clips von Twitch, weil auf Twitch bin ich, wie gesagt, momentan am aktivsten, wenn man das so nennen kann. Ich glaube, die Streams in diesem Jahr kann man auch an einer Hand oder an zwei Händen abzählen. Aber nichtsdestotrotz habe ich euch da zwei, drei Highlights zusammengestellt und ich verspreche euch, in 2020 wird es auf YouTube aktiver und ich werde regelmäßig streamen. Das ist ein guter Vorsatz in diesem neuen Jahr. Ich mache normalerweise keine neuen Jahresvorsätze oder keine guten Vorsätze, aber das ist ein Vorsatz, den habe ich mir fest vorgenommen, weil das Ganze unglaublich viel Spaß macht. Ich liebe es, sonst hätte ich damit nicht angefangen und das wird in 2020 auf jeden Fall wieder mehr. So, meine Freunde, dann viel Spaß auf eurer Party mit euren Freunden, mit eurer Familie, alleine, wie auch immer ihr Silvester verbringt. Ich wünsche euch alles Gute und kommt mir gut ins Neue. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann. Tschüssigen, tschüssigen. Ich hab ihn doch nur gehauen. Hallo, das war nur ein freundschaftlicher Klaps. Als ob das geht, oder was? Das ist halt schon ein bisschen lame, ne? Tut mir leid, Freunde. Ich versuche das demnächst nicht auszunutzen. Aber dass das halt funktioniert, ist schon lame. Ja, moin, ich duck mich im Gras und dann seht ihr mich nicht. Hahaha. Hahaha. Hihi. Huhuhu. Wo kommst du her? Weg. Ich weiß nicht warum. Hallo? Die Highwaymen terrorisieren scheinbar Menschen im ganzen Land. Aber die hier bei uns scheinen die miesesten zu sein. Hey, Voldemort, na? Was machst denn du hier? Alles klar. Warst du auch eingewiesen? Ich meine, klar, du hast ein paar Probleme, aber. Naja, gut, ich will dich nicht länger stören, ne? Viel Spaß noch. Ja, wenn man hier nicht so alles trifft, ne? Das, ich hab mein Lied eben wieder nicht. Und obwohl, da war die. Oh, ah, du. Oh, Achtung. Wallhack. Wallhack? Easy. Ich bin von dem Berg hier reingesprungen. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Bin mir nicht sicher. Bin mir echt nicht sicher. Was zum? Da drüben ist was. Ja, moin. Aufgepasst, da ist jemand. Da bin ich mal gespannt, ob ihr an mich drankommt. Hey, hör nicht auf zu spielen. Hey, na? Was geht? Hey, warum bist du denn jetzt so? Hallo? Ramondisch. Wo
weißt du, wenn du beschäftigt bist, kann ich ein andermal... Nein. Hey, Kiddo. Hi. Oh, wir sind richtig gute Menschen. Hi. Du zerstörst den Moment. Easy. Euer Hi, Machi. Wollen wir den Mambo Number 5 Dance Song zusammen tanzen? Hey, 2, 3, 4, 5. Alter, du bist genau im Takt. Mutzi riecht nach Fuß. Das ist bäh. Oh Gott. Lass das! Geh weg. Ich kann mir das nicht länger angucken. Oh. Ich fahr übrigens öfters mit dem Quad.